Wir könnten jeden Krieg im Internet über kommende Konsolen und zukünftige Projekte schnell beenden, aber wir dürfen kein Wort sagen. Hallo, ich bin Florian Prokop und ich zeige euch heute, wer bestimmt, ab wann in Deutschland welches Game auf den Markt kommt. Das Ganze ist ein ziemlich komplexer Prozess und der wird hier gemacht bei der USK. Ich bin Marek Brunner, ich bin der Leiter des Testbereichs der USK und bin seit 1994 eigentlich der erste Sichter der USK gewesen. Und das hier ist quasi dein Büro, ne? Where the magic happens sozusagen. Genau, hier kommen alle Sichter und Sichterinnen zusammen und spielen alle Spiele durch, die in Zukunft auf den Markt kommen wollen in Deutschland und gucken, ob die von den Jugendschutzrichtlinien her eine 16, eine 18, eine 12, eine 6 oder eine 0 sein werden. Wie läuft denn dein Tag allgemein hier ab? Gibt es sehr viel Chips und Cola oder wird hier auch mal Bier getrunken oder wie konzentriert ist man so bei der Arbeit? Also man ist ziemlich konzentriert. Man spielt die Spiele nicht aus Spaß durch, sondern macht es für den Jugendschutz. Das heißt, den Gamern muss man erstmal ein bisschen ausimpfen, dass es hier um Spaß geht, sondern das Ziel ist halt, das Endlevel zu erreichen, möglichst viele böse Aktionen zu sehen, Fiesheiten des Spiels zu entdecken und natürlich in versteckten Nebenmissionen die ganz besonderen Fiesheiten herauszufinden. Es reicht nicht einfach nur Spaß zu haben, sondern die Sichter und Sichterinnen müssen halt komplett das Ding durchspielen von A bis Z und daraus einen sehr guten Vortrag machen und eine Live-Präsentation. Das ist schon sehr konzentrierte Arbeit. Kannst du mir ein bisschen genauer erklären, wie die Prüfung tatsächlich abläuft? Die Prüfung besteht aus zwei Teilen. Wir fangen mit der Sichtung des Titels an, also der Sichter oder die Sichterin bekommen ihr jeweiliges Spiel, Fallout 6, freuen sich total darüber und spielen es dann komplett durch, haben dazu ein, zwei, manchmal auch drei oder vier Wochen Zeit und suchen also sozusagen die Kernstücke des Spiels raus. Sie müssen natürlich einen Spielauftakt präsentieren, zeigen die große Story, zeigen die großen Gegner, aber natürlich auch kleine Fiesheiten des Spiels, interessante Nebenmissionen und versuchen dann daraus eine sehr runde Präsentation zu machen. Das heißt, Ihre 10, 20, 40, 80 Spielstunden müssen Sie so komprimieren, dass daraus eine Präsentation von 1, 2 oder 3 Stunden Länge entsteht, in denen Sie live vor einem Gutachtergremium das Spiel präsentieren und auch eben Zwischenfragen zulassen sozusagen. Wenn das Gremium halt möchte, gehen wir nach links, zeigt man, was da stattfindet, dann müssen Sie darauf einsteigen. Das Gremium kann natürlich auch gerne mitspielen und ist so in der Lage, das Spiel natürlich noch intensiver zu erfassen. Generell geht es aber darum, dass die Sichter und Sichterinnen es schaffen, das Spiel in a nutshell zu präsentieren. Das heißt, einen sehr guten Einstieg, um die Gutachter gut mitzunehmen und einen sehr großen Mittelteil, um praktisch das gesamte Gameplay zu erzählen und ein sehr gutes Ende, um Twists oder bestimmte Storyentwicklungen mitzuteilen. Danach erfolgt die Diskussion, ist das Spiel eine 6, 12, 16, 18 oder eine 0. Dabei ist der Sichter noch dabei, aber er ist nicht mehr Teil der Diskussionsrunde. Das heißt, er überwacht einfach nur, ist aus seiner sehr guten Präsentation hoffentlich und aus seinem Durchspielen, ist daraus ein gutes Urteil ergangen, haben die Gutachter alles richtig verstanden und die Gutachter entscheiden dann mehrheitlich, in welche Richtung das Rating eben geht. Okay, also passiert es manchmal, dass sich Gutachter und Spieletester doll uneinig sind, oder? Ja, das passiert auf jeden Fall. Gerade dadurch, dass die Sichter nur eine begrenzte Zeit haben, das Spiel zu präsentieren und sie natürlich viel mehr mit dem Spiel verwachsen sind, kennen sie natürlich viel mehr von den Dialogen, von den Sachen, die außerhalb des Jugendschutzes stattfinden. Innerhalb der Diskussionsrunde und auch innerhalb der Präsentation ist es so, dass es schon sehr stark um den Jugendschutz geht. Wir sind nun mal eine Jugendschutzeinrichtung, dass manchmal das große Ganze, Epische des Spiels deswegen untergehen kann. Und die Sichter sind natürlich auch immer sehr traurig, wenn sie ein großes, tolles Spiel haben mit Charakteren, die sich verlieben und die Geschwister sind und das nicht dürfen oder du japanische Spiele hast oder du ein kleines australisches Indie-Game hast, was dir total ans Herz gewachsen ist und die Gutachter sehen nach 10 Minuten alles, was sie an Jugendschutz gesehen haben, sagen, das ist eine 12 und du denkst dir, die ganze Arbeit und alles, was man da reingesteckt hat, wird halt in so wenigen Minuten dann aufgelöst. Das ist für die Sichter dann halt immer schwer. Aber dann warten schon die nächsten 6 Titel auf sie und dann geht's weiter im Hamsterrad. Okay, du sagst zwar, es ist ernsthaft, aber ihr habt hier bequeme Stühle, ihr habt jede Konsole, es ist kreatives Chaos, hinten ist irgendwie ein Sofa mit einem riesen Bildschirm davor. Es ist schon auch ein Traumjob. Was muss ich denn tun, wenn ich selber hier arbeiten wollen würde? Es ist ein absoluter Traumjob, den man aber wirklich nur würdigen kann, wenn man selber Gamer oder Gamerin ist. Das ist natürlich das Allerwichtigste, dass du wirklich ein Herz für Games hast und auch ein offenes Herz hast für alles, was an neuen Entwicklungen kommt. Wir brauchen hier keine Sichter und Sichterinnen, die sich nur auf Shooter spezialisieren oder nur auf die Tierklinge in Afrika, sondern wir brauchen welche, die über alle Genres hindurch sich zumindest Interesse zeigen. Es müssen nicht die besten Gamer auf der Welt sein, aber sie müssen schon sehr gut darin sein, neue Sachen zu lernen und neue Genre auch anzunehmen.
Gleichzeitig sprechen und spielen ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Das weiß man immer, wenn man versucht hat, Gamer mal beim Spielen zu stören und anzusprechen. Das ist natürlich was, was man hier auch lernen kann, aber wenn man es schon vorher kann, ist das großartig. Der größte Punkt ist aber natürlich die professionelle Arbeit. Es muss daraus ein sehr guter Sichtertext entstehen, eine sehr gute, neutrale Präsentation und natürlich muss man total verschwiegen sein. Es ist also wirklich so ein bisschen der Superman-Faktor. Du weißt alles, du siehst alles, aber du darfst es keinem sagen. Du bist dann wieder wirklich Clark Kent und musst zurück auf die Straßen gehen. Wir könnten jeden Krieg im Internet über kommende Konsolen und zukünftige Projekte schnell beenden, aber wir dürfen kein Wort sagen. Und das heißt, man findet hier in der USK sehr schnell neue Freunde, weil es nämlich die Einzelnen sind, mit denen man über die Spiele der Zukunft reden kann. Ist es sehr schwierig für dich, die Klappe zu halten? Das ist wirklich, wirklich richtig schwer. Man denkt sich immer, so viele Trolls und Fans stecken so viel Arbeit in einzelne Auftritte und versuchen, Screenshots zu analysieren, wo wir sagen, oh, das ist kein Wappen, das ist ein Obergegner, das ist halt eine Unscharf, Mann. Oder auch natürlich neue Hardware, die rauskommt. Und dann denkt man sich, ich platze davor, halt irgendjemandem mitzuteilen, was dieses und dieses Genre oder dieses und dieses Spiel oder diese Firma als nächstes vorhat. Aber wir sind untereinander und sind halt insgesamt so ein Kern von 80 dann und Sichterin und der Testbereich, die sich eben über alles unterhalten können. Und insofern ist das eine wunderschöne Gaming-Familie. Sag mir nochmal, wie viel seid ihr? Wir sind insgesamt 10, davon habe ich aber 2 Sichter und Sichterinnen auf Reserve. Insgesamt haben wir momentan 8 aktive Sichter und Sichterinnen, davon sind 3 Frauen und 5 Männer. Und dann schafft ihr 2000 Spiele im Jahr? Die 2000 Spiele beziehen sich ja auf alle Verfahren. Das heißt auch Trailer, auch Zeitschriften, Gamescom-Demos, die Barbies Tierklinik in Afrika, die werden halt in vereinfachten Verfahren geprüft. Niemand muss 2018 nochmal Skat durchspielen, das macht einfach keinen Sinn. Wir konzentrieren uns auf die jugendschutzwesentlichen Spiele, die großen AAAs, klassische Adventure, Action-Adventure, japanische Rollenspiele, westliche Rollenspiele, Strategiespiele. Und da bleiben ungefähr so 500 verschiedene Spiele pro Jahr übrig und die schaffen die Sichter. Die schaffen davon halt 2 pro Jahr. Zur Gamescom-Zeit schaffen die auch locker mal 10 Titel und dann gehen sie hier natürlich mit gut Geld nach Hause. Dafür kann es natürlich auch sein, dass wir im Winter auch mal keinen Titel für sie haben. Ja. Wir haben Schachspiele, wo es mal zu kritischen Interaktionen kommen kann, weil jede Aktion im Schach halt dort als Kampf dargestellt wird oder als Sexszene. Das hatten wir auch schon eins, das ist aber schon sehr lange her. Sexy Schach, genau, richtig. Und dann ist es so, dass das natürlich dann in die Prüfung muss, wenn Gewalt gezeigt wird. Aber die klassische Gewalt auf dem Schachbrett, oh mein Gott, er hat die Dame geschlagen, oh mein Gott, der Bauer ist umgekippt, das interessiert vom Jugendschutz her nicht mehr. Okay, und wenn ihr jetzt Spiele testet, welche rechtlichen Vorgaben habt ihr? Wann könnt ihr Dinge festmachen, dass es ab 12 ist, ab 16 und so weiter? Die Vorgabe passiert durchs Jugendschutzgesetz. Das heißt, im Gremium sitzen 4 Gutachter, 4 Sachverständige. Die werden aus den verschiedenen Ministerien der Bundesländer zusammengecastet oder sind Ärzte, Lehrer, Pädagogen, Computerpsychologen von den Ordnungsämtern gestellt, die eben sehr viel mit Kindern und Jugendschutz zu tun haben und sich natürlich auch ein bisschen mit Games auskennen müssen. Der Vorsitzende in jedem Ausschuss ist der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin. Die sind sozusagen vom Familienministerium benannt und die haben letzten Endes auch das Vetorecht. Das heißt, wenn das Gremium in irgendeine Richtung tendiert, von der sie nicht überzeugt sind, sind sie die Einzigen, die dort ein Veto erteilen können. Das ist praktisch die staatliche Legitimation. Die erstellen dann ein Gutachten, in dem drin steht, wie kamen sie zu dieser Entscheidung, wurde sie mehrheitlich oder einheitlich getroffen und dann ergeht ein Verwaltungsakt. Das heißt, ein richtig staatlicher Verwaltungsakt und danach darf der Anbieter mit diesem Rating auf den Markt. Der Anbieter hat aber auch das Recht, in Berufung zu gehen. Zum Beispiel hatten wir den Fall, du hast ein Horrorspiel und du willst unbedingt diese 18, weil eine rote 18 sieht einfach richtig geil aus auf dem Horrorspiel. Du kriegst aber nur diese babyblaue 16. Und für ein Horrorspiel, wenn da draußen draufsteht, das ist das härteste Horrorspiel aller Zeiten und du hast die USK 16, kannst du halt schlecht verkaufen. Oder wir hatten einen Porno-Tycoon, der hat eine 12 bekommen, weil eben inhaltlich gar nichts zu sehen war. Es war gar nichts da. Und die Anbieter sind halt stinksauer, wenn die Ratings zu niedrig sind. Und werfen uns dann vor, dass wir die schlechteren Jugendschützer seien und sie die besseren Jugendschützer. Aber es ist schon klar, wohin die Tendenz geht. Da hat zum Beispiel der Anbieter das Recht, in Berufung zu gehen. Viel häufiger passiert es aber, dass der Anbieter natürlich gerne eine Stufe runtergehen möchte. Wenn du zum Beispiel klassische Adventure hast, dann möchtest du die nicht zu hoch gehängt haben. Oder du hast Spiele wie die ganzen Toy-to-Life-Sachen, die wir in den letzten Jahren hatten, von Skylanders bis Infinity. Dann möchtest du die nicht mit einer 12 haben, sondern möchtest wegen Spider-Man und Star Wars und Superman gerne die ab 6 haben.
Das ist momentan der größte Sprung, den wir an der USK haben. USK 6 zur 12 ist halt ein riesiger Jump. Und in diesem Zeitraum passiert alles. Und das ist sehr schade, dass dazwischen keine Ratingmöglichkeit besteht. Uns fehlt also zwischendurch echt mal eine 9 oder eine 10, um diesen riesigen Abstand abzufangen. Also genau, ich will gerne, erklär mir mal zuerst, was macht ein Spiel zur 12, wenn ich jetzt Spider-Man habe, und wann ist es ab 6 Jahren freigegeben? Also eine 6 würdest du bekommen, wenn es ein bisschen Action in sich trägt, aber es gibt genug andere Schlüsselelemente, wie zum Beispiel eine tragende Story oder entspanntere Level. Du hast alternative Aufgaben und klopfst nicht nur auf Gegner ein. Das wäre dann etwas oder Rätsel, das ein Spiel zu 6 neigen könnte. Bei der 12 bist du dann, wenn du wirklich nur noch in einem Fantasy-Universum Leuten auf die Mütze haust und dauernd Leute verprügelst, hochnimmst oder Autos schmeißt. Das ist dann so diese actionreiche 12, die wir da sehen. Die wir nicht erteilen, weil wir es den 10-Jährigen nicht zutrauen, sondern das Ziel beim Jugendschutz ist immer, die Jüngsten der Altersgruppe zu schützen. Das heißt, die 6-Jährigen sollen das noch nicht spielen. Es könnte sie übererregen, es könnte sie ängstigen, es könnte eine einseitige Sicht auf die Welt oder das Spiel praktisch offenbaren. Und deswegen müssen wir immer an die Jüngsten denken. Was macht ein Horror-Game von der 16 zur 18? Mehr Blut, mehr Gewalt. Mehr Blut, mehr Gewalt. Psychologischer Horror spielt inzwischen eine sehr große Rolle. Wir haben natürlich auch durch VR sehr viele Spiele, die sehr viel dichter an den Spieler rankommen und auch teilweise halt vor Jumpscares nicht zurückschrecken. Das ist dann eher eine Stufe, die es hochgeht. Wenn es ein ruhiger, subtiler Horror ist, der ohne viel Blut und Gewalt auskommt, dann kann es auch durchaus eine 16 sein. Und wann landet ein Spiel auf dem Index und was bedeutet das dann? Indizierung ist ein Mittel, das der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zur Verfügung steht. Die USK indiziert nicht, dieser Satz muss immer gesagt werden, weil es immer wieder falsch verstanden wird. Der deutsche Jugendschutz ist extrem kompliziert. Die BPJM darf Spiele indizieren, wenn sie geeignet sind, zum Beispiel das Zusammenleben der Völker zu gefährden oder zu verändern, wenn Spiele grob gewaltverherrlichend ist, sexuell aufdringlich sind oder Selbstjustiz propagieren. Das sind Argumente, bei denen die BPJM ein Spiel indizieren darf. Die BPJM darf aber erst indizieren, nachdem ein Spiel auf dem Markt ist. Ansonsten würde eine Vorzensur stattfinden. Die darf in Deutschland nicht stattfinden, laut dem Grundgesetz. Das heißt, die USK muss vor Markteintritt schauen, würde die Bundesprüfstelle dieses Spiel indizieren. Und wenn sie das tun würde, dann dürfen wir nicht kennzeichnen. Das heißt, wir sind daran gehalten, wie die BPJM Monate später die Regeln auslegen könnte. Wenn wir auch noch die leisesten Zweifel daran hätten, dass dieses Spiel sauber bei der BPJM nicht indiziert werden würde, dann dürfen wir den Titel nicht kennzeichnen. Ist das für dich eine zeitgemäße Regelung? Es ist eine sehr schwere Regelung, weil die Bundesprüfstelle sagt eben mit ihren Auflagen, das Spiel darf dann nicht mehr im öffentlichen Raum sichtbar sein und darf nicht mehr beworben werden. Der öffentliche Raum ist aber, seit wir das Internet haben, einfach viel größer geworden. Die Spielehersteller informieren uns manchmal ein oder zwei Jahre, bevor das Spiel rauskommt, darüber, was sie für ein Line-Up geplant haben, was sie für ein Spiel geplant haben. Sie stellen Trailer, Charaktere vor. Das heißt, sich darauf zu beziehen, was in der Öffentlichkeit, in der physischen Öffentlichkeit stattfindet, ist halt relativ kurz gegriffen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Hat sich in den letzten 20 Jahren die Art, wie ihr hier Spiele bewertet, verändert? Auf jeden Fall. Also die Spruchpraxis ist immer einem gesellschaftlichen Wandel unterworfen. Wir haben immer jüngere Gutachter, die sorgen natürlich auch dafür, dass ein neuer Schwung mit reinkommt. Es findet auch eine gewisse Gewöhnung an Genre statt. Ein Shooter ist nun mal ein vorhandenes Genre, das muss dann eben noch ausgewickelt werden. Aber diese Art Vorverurteilung, die wir halt in den 90ern erlebt haben, es gibt böse Genre oder Krieg darf man nicht spielen, das hat sich inzwischen einem sehr sauberen Diskurs gewichen und alle können sich sehr ordentlich darüber unterhalten. Spiele, die vor 20 Jahren noch indiziert wurden, können teilweise heutzutage schon eine 12 oder eine 16 erhalten, weil es damals eben noch Indizierungsgründe gab wie Kriegsverherrlichung und Kriegsverharmlosung, die Romantisierung des Krieges. Das ist etwas, was damals schon für kleine Pixel 2D-Spiele angemutet wurde, was aus heutiger Sicht einfach nicht mehr vorhanden ist. Diese Titel werden dann irgendwann vom Index gestrichen durch die Bundesprüfstelle und können dann neu neutral bei der USK eingereicht werden. Und da sieht man schon, das, was eben vor 10 Jahren noch eine Indizierung war, kann heute durchaus eine 18 oder 16 sein. Wenn es weiter zurückgeht, dann kann es durchaus eine 12 werden. Hast du vielleicht konkrete Beispiele, was sich in Bezug zum Beispiel auf Sexismus verändert hat in der Ansicht? Total. Sexismus ist ein Thema, was die USK sehr spät erst auf dem Schirm hatte. Das muss man einfach ganz klar sagen, weil die Grundaufgabe und die Kernkompetenz der USK war immer Spiele und Gewalt. Sexismus in Spielen hatten wir in dieser Deutlichkeit, wie wir in den letzten Jahren erfahren haben, gerade durch eine Schwemme von japanischen Spielen, die rüberkamen, hatten wir halt in den ersten Jahren der USK einfach gar nicht. Da gab es Krieg, Gewalt, es gab Action-Adventure, es gab natürlich immer kleine Pferdespielchen, aber diese sexistische Richtung hatten wir eigentlich nicht. Jetzt gab es in den letzten Jahren aber auch zusätzlich noch eine Gesetzesänderung,
Werbung, die nochmal unsere Aufmerksamkeit weiter erhöht hat, sodass wir inzwischen mehr Titel mit keine Kennzeichnung aus dem Bereich der sexistischen Spiele haben als aus dem Bereich der Gewaltspiele. Da hat eine große Änderung stattgefunden. Die findet gesellschaftlich immer noch statt und die werden wir weiter verfolgen und haben sehr engagierte, sehr intensive Diskussionen zu dem Thema. Hast du, wenn du manchmal gespielt hast, dass du danach dich noch länger damit beschäftigt hast oder dich tatsächlich was verstört hat? Auf jeden Fall, hast du immer wieder. Also es reicht mir, dass ich Autorennspiele spiele und danach fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Das ist total gruselig. Ich würde mich niemals trauen, nach einem Burnout-Takedown oder nach der Burnout-Raum mit dem Auto nach Hause zu fahren. Fahrrad fahren, danach fahren ist schlimm genug. Ansonsten VR-Spiele haben uns alle wirklich ganz schön mitgenommen. Erstmal aufgrund der schlechten Technik, die wir halt vor 5 Jahren noch hatten, mit schlechten Framerates und schlechten Blickwinkeln. Inzwischen ist es besser geworden, aber das VR-Thema haben wir halt von Anfang an verfolgt und wir haben Spieler und Spielerinnen, bei denen ist es sehr eindrucksvoll, bei denen geht es sehr dicht dran. Sehr schreckhafte Sichterinnen und Sichter, die dann auch nicht jedes Genre nehmen wollen und gerade auch bei der Sexismusdebatte sehen wir gerade bei japanischen Rollenspielen, dass einige unserer Sichterinnen und Sichter bestimmte Spielkonzepte einfach per se ablehnen und darum bitten, dass sie diese nicht präsentieren müssen. Und das zeigt uns auch, dass diese Diskussion einfach noch lange nicht fertig ist, immer weitergetragen wird und unsere Sichterinnen besonders da eine sehr starke Meinung haben, die sie dann auch in die Prüfgremien reinbringen können. Was sagst du denen, die sagen, die USK würde Spiele zensieren? Denen sage ich, nein, das können wir nicht. Nach den Grundsätzen können wir es schon mal gar nicht. Und was allerdings passiert, und das ist natürlich eine echte Gratwanderung, in dem Moment, wenn die USK kein Kennzeichen erteilt, kann der Titel ja indiziert werden. Ein Anbieter versucht also, mit einer geschnittenen Version auf den Handel zu kommen. Wenn nämlich seine ungeschnittene Version indiziert wird, hat er immer noch die geschnittene, auf die er von den Verkaufszahlen her und auch von der Werbung her zurückgreifen kann. Das heißt, der Anbieter zensiert sich selbst, um auf dem Markt einen Erfolg zu haben. Generell ist es aber in Deutschland so, jeder Anbieter darf ein ungeschnittenes Spiel rausbringen, aber wie bei allen Gesetzen, er muss mit den Konsequenzen leben. Wie findest du das, wenn Anbieter sich vorher selbst zensieren? Vorher finden wir das absolut schlimm, weil wir finden, man muss erst mal schauen, was hat die USK, also diese Schere im Kopf ist einfach eine sehr schlimme Entwicklung. Die ist darauf zurückzuführen, dass ein Anbieter nicht sehr viel Zeit hat. Das heißt, manchmal gehen die halt schon sehr früh in den Schnitt rein und versuchen halt weltweit eine Version zu entschärfen oder eine deutsche Version zu entschärfen. Das ist aber ein Problem, was wir mehr so in den 2010ern, in den 2000ern zuletzt hatten, dass diese Spiele geschnitten sind, die letzten Spiele sowas wie God of War, Gears of War, die letzten großen Doom oder sowas, die waren alle halt ungeschnitten. Das heißt, dieses große Problem der Schnittauflagen haben wir in den letzten Jahren nicht mehr. Auch sowas wie Far Cry, Mortal Kombat, Dead Rising sind heute ungeschnitten verfügbar. Da ist kaum noch die Schere durch den Anbieter notwendig. Cool. Ja, jeden Tag fallen wir auf die Knie, weil wir so einen schönen Raum haben. Das Archiv der USK, 24.000 Spiele stehen hier drin, ab 1994 eigentlich alles, was jemals auf dem deutschen Markt erschienen ist. Es gibt noch ein anderes Archiv mit den Titeln, die wir eben als Debug-Version bekommen haben oder die wir als Steam Keys bekommen haben. Aber Steam Keys sehen halt nicht so geil aus wie Verpackung, das muss man einfach mal sagen. Und deswegen hier ist das erste Jahr sozusagen, 1994. Und da findet sich das fantastische Star Trek und Sam und Max und Alone in the Dark, UFO, Enemy Unknown. Ganz großartiges Zeug hier zu finden. Und natürlich auch sowas hier. Lothar Matthäus darf natürlich nicht fehlen in so einem guten Jahrgang. Als Spiele noch farbige Verpackungen hatten, großartig waren und eine Anleitung dabei lag, das ist schon wirklich wunderschön, das immer wieder zu sehen. Das ist auch so das klassische Jahr, wo wir mit der USK eben angefangen haben und sozusagen die Ropes lernen mussten, rausfinden mussten, was bedeutet Gewalt in Videospielen, wie verschieden sehen wir in Gewalt, wie wichtig ist Komplexität für den Jugendschutz. Spoiler, gar nicht. Aber wie tief dringen Spiele in die Psyche von Kindern vor? Da hatte man natürlich 1994 noch ganz verschiedene Vorstellungen und die Gremiendiskussionen waren auch wirklich sehr viel wuchtiger, als sie es heute sind, wo man sich auf einen gemeinsamen Kanon verständigt hat. Damals war es halt eine große Frage, darf man Krieg spielen? Darf ein Fußballsimulator überhaupt ab Null sein? Wird es irgendein Elternteil verstehen, dass eine Simulation ab Null ist? Und wir sagen, ja, es geht um Jugendschutz. Aber die Eltern sagen uns, ja, aber es muss doch auch um die Eignung für das Kind gehen. Das waren so die ersten Diskussionsjahre und wir denken gerne daran zurück. Letzte Frage, was ist dein absoluter All-Time-Favorite? Was ist dein Lieblingsspiel? Das ist schwer, ich weiß. Das ist brutal. System Shock. Sehr gut. System Shock ist mein ganz großer Favorit. Aber wir verlangen von den Sichtern, die sich bei uns bewerben, immer eine Top-10-Liste mit ihren Lieblingsspielen. Das ist praktisch unser Rohrschachtest. Man lernt so viel über Menschen, wenn man ihre Top-10-Listen an Games kennt und wie doll sie sich da durchgequält haben, um dahin zu kommen. Aber Menschen, die halt Persona, Fire Emblem und Zelda draufschreiben, sind einfach gute Menschen und die stellen wir sehr gerne ein.
könnte mein Lieblingsspiel sein. Das großartige Amt, wo man als bayerischer Bürgermeister unterwegs ist und man muss versuchen, irgendwie alles zu begrünen oder das neue, die neue Cafeteria zuzulassen und die Autobahn soll woanders langläufen. Klassische deutsche Management-Spieler. Herrlich, wunderschön.